Spielzeugdrohnenfilm mit Christian und Paul. Papa, warum musste ich denn jetzt schon wieder rauskommen? Guck doch mal, was heute für super Wetter ist. Was könnte man denn an so einem Tag Perfektes machen? Ins Schwimmbad gehen? Das auch. Aber man könnte natürlich auch mit dem Cabrio eine Runde fahren, oder? Darf ich endlich wieder Porsche fahren? Du hast doch immer noch keinen Führerschein. Natürlich nicht. Och Mann, na gut, ja, du hast recht. Aber was soll ich denn jetzt hier draußen? Wir fahren heute nochmal eine Runde mit dem Porsche. Ich war nämlich letztens in der Werkstatt gewesen und der Porsche ist jetzt noch schneller. Echt? Cool. Ja gut, dann lass uns doch nochmal eine Runde drehen. Aber ich will danach auch noch ins Schwimmbad gehen. Es ist wirklich so heiß heute. Na gut, dann drehen wir jetzt eine Runde und ich setze dich am Schwimmbad ab. Perfekt. Okay, dann komm mal raus. Ich warte schon. Ich fahre sofort los. So. Okay, dann steig mal ein. Okay, dann fahr aber vorsichtig. Nicht, dass heute noch was passiert. Das wäre echt zu doof an diesem schönen Tag. Da hast du recht. Naja, jetzt nichts wie los. Wuhu! Vollgas! Und nochmal! Irgendwas stimmt gerade nicht mit dem Auto. Ich kann die Bremse nicht mehr so gut betätigen. Achtung! Oh Gott, wie sollen wir denn jetzt anhalten? Hilfe! Und die Lenkung funktioniert auch nicht mehr. Oh Gott, das endet nicht gut. Puh, das war heute aber wieder anstrengend. So viele Einsätze. Moment, was kommt denn da hinten für ein Auto? Ist der verrückt? Achtung, sie fahren in die Krankenhauseinfahrt. Wir können nicht mehr bremsen. Schnell, zur Seite. Oh Gott, schnell, ich kümmere mich um den Beifahrer und du um den Fahrer. Verständige sofort die Feuerwehr. Hallo, können Sie mich hören? Mein Kopf. Oh Gott, wir müssen Sie jetzt erstmal hier rausbringen. Ist der Fahrer ansprechbar? Können Sie mich hören? Ja, ich kann Sie hören. Aber ich habe so Kopfschmerzen. Ja, er ist ansprechbar. Wir müssen auf jeden Fall jetzt erstmal den Beifahrer hier rauskriegen. Okay, aber sonst haben Sie nirgendwo Schmerzen? Nein, nur mein Kopf. Aber es geht gleich bestimmt wieder. Kümmern Sie sich lieber um meinen Sohn. Ich bin gleich wieder fit. Okay, da können Sie auch selbst aussteigen. Ja, das geht schon. Oh Gott, was ist denn hier passiert? Es kommt noch mehr Unterstützung. Die Feuerwehr ist unterwegs. Machen Sie sich keine Sorgen. Ihren Sohn kriegen wir schon aus dem Auto raus. Oh Gott, was habe ich nur gemacht? Was ist denn genau passiert? Auf einmal konnten wir die Bremse nicht mehr drücken und es hat alles nicht mehr funktioniert. Ich konnte nichts mehr machen. Da haben Sie es doch. Sie haben gar keine Schulter dran. Irgendwas ist an dem Auto kaputt. Oh Gott, holen Sie nur meinen Jungen da raus. Das machen wir. Die Feuerwehr ist gleich da. Jetzt alle mal aus dem Weg hier, wir müssen durch. Okay, so wie ich das sehen kann, klemmt nur das Schloss. Wir brauchen nicht den Türschneider. Das geht mit der Axt auf. Na los, probier's mal, schnell, wir müssen den Jungen da rauskriegen. Hau, ruck! Okay, es hat Klick gemacht. Die Tür ist auf. Die nächste Aufgabe ist es, erstmal ein bisschen den Boden sauber zu machen. Hier darf natürlich kein Öl auslaufen. Hol du mal den Besen und ich sperre die ganze Sache hier schon ab, währenddessen sich die Notärzte um den Patienten kümmern. Okay, Chef, wird gemacht. Hallo Robin, ich bin Jana, die Rettungsassistentin vom Krankenhaus. Kannst du mich hören? Ja, ich kann sie hören. Aber ich habe so furchtbare Rückenschmerzen. Oh, das ist kein gutes Zeichen. Los, hol schnell die Trage. Kannst du deine Beine bewegen? Ja, das geht. Okay. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, aber die Rückenverletzung, mit der dürfen wir nicht spaßen. Wir bringen dich sofort ins Krankenhaus. Okay, wir sind ja schon da, oder? Ja, das stimmt. Wenigstens kannst du noch ein paar Späße machen. Okay, dann bringt ihn jetzt in die Notaufnahme. Wir müssen sofort ein Röntgenbild erstellen. Wird gemacht, Jana. Los, pack mal mit an. Oh Gott, Robin, das tut mir so leid. Ach, Papa, du kannst doch nichts dafür. Das Auto war dran schuld. Irgendwas stimmt da nicht. Du musst unbedingt nochmal bei der Werkstatt vorbeigehen. Der war vielleicht zu stark getuned. Das kann sein. Ich werde sofort dahin fahren. Denen werde ich was erzählen. Aber sag der Mama bitte Bescheid. Die soll ins Krankenhaus kommen. Aber sie sollen sich keine Sorgen machen. Mir geht's gut. Herr Bergmann, geht's Ihnen wirklich gut? Ja, soweit geht's mir gut. Vielen Dank. Ich werde mich jetzt um die ganzen Formalien kümmern. Der Porsche muss ja hier auch weg. Und die Feuerwehr, die wird bestimmt auch noch meine Hilfe brauchen. Da haben Sie recht. Ich werde Ihren Sohn jetzt zum Röntgen begleiten und Sie kommen danach, ja? Okay, alles klar. Ich werde auch meine Frau verständigen. Super. Dann bis gleich. Haben wir von Ihnen die Erlaubnis, den Porsche wegzufahren? Wir werden einen Abschleppdienst rufen und werden ihn dorthin bringen lassen.
Alles klar, vielen Dank. Gerne, gerne. Das ist unsere Aufgabe als Feuerwehr. Wir kümmern uns jetzt erstmal noch um die Unfallstelle. Die muss noch gereinigt werden. Und dann dürfte das Ganze erledigt sein. Okay, vielen Dank. Ich muss jetzt zu meinem Sohn. Ja klar, das können wir verstehen. Gute Besserung Ihnen zwei. Vielen Dank.